Ob süß, holzig, am Hals oder Handgelenk. Ein Parfüm ist für viele Menschen oft mehr als nur eine duftende Flüssigkeit. Die einen haben ihren absoluten Lieblingsduft, die anderen die Qual der Wahl im nahezu grenzenlosen Sortiment in Parfümerien. Und dann gibt es die, die sich mit Bedacht einsprühen und andere, die danach eine wahre Duftwolke hinter sich herziehen. So oder so, ein Parfüm bringt in gewisser Weise auch immer unsere Persönlichkeit zum Ausdruck. Und darauf legen vor allem die Deutschen Wert. Ein Hamburger Marktforschungsinstitut hat herausgefunden, dass sich 7 von 10 BürgerInnen regelmäßig mit ihrem Lieblingsparfüm einsprühen. Mit einem neuen Duft beginnt für viele Menschen ja auch immer so etwas wie eine neue Ära. Man fühlt sich frischer, selbstbewusster und heimst manchmal auch ein Kompliment für einen angenehmen Geruch ein. Klingt alles erstmal positiv, doch beim Blick auf die Inhaltsstoffe wird die Vorfreude häufig getrübt. Parfüme enthalten eine lange Liste gefährlicher und giftiger Inhaltsstoffe. Höchst problematisch ist zum Beispiel Moschus. Dieser Stoff verleiht zahlreichen Parfümen den besonderen Duft. Dafür wird die Wirkung von Moschus allerdings häufig mit Unfruchtbarkeit, Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs und Hodenkrebs in Verbindung gebracht. Deshalb hat die Europäische Union bei einigen Duftprodukten mit hohem Moschusanteil ein Verkaufsverbot erlassen. Auch das weltbekannte Parfüm Chanel Nummer 5 hat seit vielen Jahren mit den Richtlinien der EU zu kämpfen. 2012 stand der Duft sogar mal auf einer Blacklist der EU und damit kurz vor dem Aus. Der Grund: Das Parfüm erhielt zu diesem Zeitpunkt über 100 potenziell gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe. Und auch beim Thema Umweltbelastung hat man mit Parfümen sicherlich nicht die allerbesten Argumente. Abgewaschene Duftstoffe, ob von Körper, Wäsche oder auch Geschirr, gelangen oft ungefiltert ins Grundwasser und werden so möglicherweise als Trinkwasser zum Kochen oder auch als Badewasser wiederverwendet. Wisst ihr eigentlich, dass Frauen und Männer Düfte zum Teil ganz unterschiedlich wahrnehmen? Grundsätzlich reagieren Frauen empfindlicher auf Gerüche, können einzelne Duftstoffe sicherer identifizieren und sich besser an einen bestimmten Geruch erinnern. Dafür haben ForscherInnen im Jahr 2015 eine Erklärung gefunden. Frauen verfügen über fast 50% mehr Nervenzellen in ihren Riechkolben als Männer. Diese Riechkolben übrigens befinden sich im vorderen Teil des Gehirns. Von dort aus werden Signale in die Hirnteile weitergeleitet, in denen dann der Geruch wahrgenommen wird. Zum Beispiel auch Mundgeruch oder Schweiß. Auch das riechen Frauen übrigens deutlich eher und intensiver als Männer. Da hilft dann auch kein Duftwasser mehr. Wer auf Parfüme verzichten möchte, aber trotzdem auf angenehme Gerüche steht, kann zum Beispiel auf ätherische Öle zurückgreifen. Diese eignen sich als Lufterfrischer in den eigenen vier Wänden und lassen sich nach eigenen Wünschen zusammenstellen.